hier den Mammental begrüßen. Viele, viele Monate haben wir jetzt auf diesen Tag auch hingefiebert. Wir haben uns vorbereitet, wir haben so viel miteinander erlebt und auch in unserer Kirchengemeinde, ich habe es dem Weihbischof schon gesagt, ist es dieses Jahr auch ein bisschen herausfordernd gewesen, denn insgesamt werden jetzt in den nächsten 25 Stunden etwa 119 Jugendliche nur in dieser Kirchengemeinde gefirmt. Und wir sind so froh und dankbar, dass Sie auf dem Weg jetzt das erste Mal, wie ich gehört habe, hier in Mammental auch hierher gefunden haben, Weihbischof Peter Birkhofer. Herzlich willkommen, wir alle freuen uns und wir haben jetzt lange darauf hingefiebert und nicht nur die Firmantinnen und Firmanten, auch die ganze Kirchengemeinde freut sich wirklich sehr, dass Sie hier sind und deswegen wollen wir Sie auch mit einem großen Applaus jetzt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lieber Pfarrer, vielen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Normal würde ich sagen, lasst ihn erst mal was arbeiten, so zeigen, was er kann, ob es auch was denn noch gibt. Also, meine lieben Verwandten und Verwandten, ich bin gerne hergekommen, wie gesagt, zum ersten Mal hier nach Mammental, um mit euch das Sakrament der Firmung zu feiern. Vor einigen Wochen war in der Freiburger Sonntagszeitung die schöne Überschrift Beten, Zittern, Jubeln. Ich habe daran gedacht, vielleicht hat es was mit dem Heiligen Geist zu tun, die Jünger im Abendmahlsaal, die zusammen sind und beten, die zittern, als das Brausen kommt und die dann jubeln, als sie merken, es ist der Heilige Geist, der auf sie herabgekommen ist. Weit gefehlt, die Überschrift war über einen Artikel zum Public Viewing. Ich denke, der eine oder andere wird es heute Abend ja gut nachempfinden können. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal beim Beten gemeinsam. Vielleicht wird nachher auch, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, das eine oder andere Zittern sein. Ich habe vorhin gesagt, die Deutschen schießen dieses Jahr ja nur mit Rohre in der Nachspielzeit. Da kommt ja dann auch noch rechtzeitig, dass alle dann im richtigen Moment noch jubeln können. Lassen wir uns hineinnehmen in diese Feier. Bitten wir den Herrn um sein liebendes Erbarmen und um seine Nähe. Thank you.
Lass uns. Wir bitten dich, lieber Gott, erfülle an uns, was du versprochen hast. Der Heilige Geist komme auf uns herab und mache uns vor der Welt zu Zeugen für das Evangelium deines Sohnes. Das Herr Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Thank you.
In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendete, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische. Und ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ein Vertrauen darauf, dass ihm trotz alledem,
was uns immer wieder Sorge macht, gerade dieser Heilige Geist einen jeden durchfluten möge, einen jeden anrühren möge, dass dieser Heilige Geist diese Lücke füllen möge, sodass spürbar wird. Nicht einfach trotzdem lassen wir uns führen, nicht trotzdem gehen wir diesen Weg mit Gott, sondern gerade weil wir hier erfahren haben, dass wir Halt haben, weil wir hier erfahren haben, wie es bei euch immer wieder auch in den Texten geheißen hat. Hier habe ich einen Wert geschenkt bekommen, der mich im Grunde immer wieder erfüllt, der mir Vertrauen schenkt, der mir Zukunft eröffnet. Und so, meine lieben Verwandtinnen und Verwandten, feiern wir im Sakrament der Firmung, dass Gott euch hier begegnet, dass er euch hier den Beistand schenken will, der euch immer wieder unterstützt, der euch immer wieder Orientierung gibt, der euch Werte vermittelt und Werte erfahrbar werden lässt. Wir feiern diesen Beistand Gottes für euch nicht nur in diesem Augenblick der Firmung, sondern eben auch ein Leben lang. Ein hoffentlich langes Leben lang dürft ihr da immer wieder erfahren, gerade dann, wenn ich ins Zweifeln komme, dann, wenn ich Angst habe, dann erlebe ich doch, dass mir gleichsam die Luft abschnürt, dass es eng um mich wird. Dass ich hier im Sakrament der Firmung den Geist geschenkt bekommen habe, der mich aufatmen lässt. Der hat einen Raum zum Leben eröffnet. Oder wie es eben auch in einer dieser Texte von euch geheißen hat, heute brauchen wir vielleicht nicht gerade den Geist der Wärme, aber wir brauchen dann gerade dann in der Angst drin, wenn es dunkel wird, das Licht, das dann eben wieder Orientierung schenkt. Dass er hier erfahren dürfen, Gott steht zu mir und er hört mir immer wieder zu. Gott gibt mir Zeichen der Hoffnung, die Beziehung zu Gott, sie schenkt mir Kraft. All das feiern wir jetzt hier im Sakrament der Firmung. Und wenn wir, es ist noch nicht allzu lange her, und inzwischen kommen ja schon die ersten Stimmen wieder, dass wir auf die nächste Pandemie zusteuern. In der Pandemie, da sind wir aus Rücksicht aufeinander auf Distanz gegangen zueinander. Hier feiern wir doch, dass Gott nicht auf Distanz geht. Nie und nimmer geht er auf Distanz, egal wie unser Leben aussieht. Er möchte euch nahe kommen, er möchte euch nahe sein. Er will euch in eurem Innersten anrühren. Und wenn ich nachher beim Sakrament der Firmung euch mit Namen anspreche, da will ich zum Ausdruck bringen, Gott kennt euch mit Namen. Ihr seid nicht irgendwo eine namenlose Masse, sondern jeder und eine jede von euch ist von ihm angesprochen. Und wenn ich den heiligen Lisa das kleine Kreuz auf eure Stirn zeichne, dann wird damit deutlich, es will nicht an der Oberfläche stehen bleiben. So wie wir Menschen durch die verschiedensten Krebs, Haut und Haar wird gesalbt, Haare brauche ich nicht mehr viele Salben, aber das bleibt alles an der Oberfläche. Wir fallen hier dieses Salbenbild tiefer. Mit eurem Innersten euch anrühren. Gott will in eurem Herzen Raum finden. Ja, er will dort, wo wir unsere Gefühle haben, unsere Empfindungen sind, uns jede Liebe spüren lassen. Oder wie es ein dieser Text ist, die Liebe reinigt die Seele. Ja, diese Liebe Gottes, sie will von innen her uns immer wieder rein machen. Dankbar und froh machen und uns so hineinführen ins Leben. Meine Freunde, ein schönes Geschenk, das ihr hier in der Führung mit auf den Weg bekommt. Wie kann das aber dann im Alltag umgesetzt werden? Ich denke, dieser Heilige Geist, er will im wahrsten Sinne des Wortes euch begeistern, er will euch inspirieren, er will gerade auch dann euer Denken, Reden und Handeln durchdringen. Und das wird vor allem erfahrbar in den Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Ein jeder und eine jede von uns muss täglich kleine oder größere Entscheidungen treffen. Manche haben morgens vielleicht schon das Problem, was ziehe ich heute an? Da muss die erste Entscheidung vielleicht schon fallen. Aber es kommen viele Entscheidungen auf euch zu. Ihr müsst einen Entscheidung und entscheiden. Partnerschaft. Eben ist habe ich selber noch die Frage, sagt es nicht, Priester oder Bischof, der muss hier unehelich oder unverheiratet leben. Auch diese Entscheidung muss dann gefällt werden. Vieles, vieles mehr.
dann werden wir uns entscheiden. Da müssen wir auch entscheiden, was ist wichtig für mich und was ist nicht wichtig. Die Werbung erzählt uns unendlich viel, was für unser Leben alles so notwendig ist, was wir anscheinend alles brauchen. Aber ich sehe, ist es oft einfach bemüht. Wir müssen entscheiden, was ist für mich wichtig. Der Augenblick, in dem wir leben, der kommt nicht wieder. Ihr müsst euch entscheiden, mit wem will ich meine Zeit verbringen. Wie will ich meine Zeit verbringen? Vertane Zeit will eigentlich niemand von uns. Dazu will euch dieser Geist inspirieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und als Maßstab, an dem ihr euch da orientieren könnt, da wird er euch, davon bin ich überzeugt, dann eben auch die Liebe immer wieder schenken. Jene Liebe, an der wir uns orientieren dürfen. Jene Liebe, die uns ermutigt, trotz allem Lieblosen dieser Welt unser Leben zu wahren. Dazu aber, um das entdecken zu können, müsst ihr hinter die Oberfläche schauen. Müsst ihr hinter das schauen, was sich zunächst einmal anbietet. Oder ist es auch, wie man von euch gesagt hat, die Meinung anderer ist für mich an vielen Stellen irrelevant. Ja, ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Nicht von Meinungsmachern abhängig werden. Ihr auftreten, andere ins Abseits drängen, wegen der Sprache, Hautfarbe, Herkunft oder weil sie aus Angst ums Überleben auf der Flucht sind, um zu gehen. Meinungsmacher, die euch einreden, ihr müsst so sein oder so sein. Nein, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, oder wir sind auch geheißen. Entscheidet euch bewusst für euren Weg, weil wir in diesem Heiligen Geist wirklich wissen, wo das Ziel unseres Lebens ist. Weil wir mit ihm wissen, er ist bei uns in allen Herausforderungen, Sorgen, Nöten und Zweifeln. Und dafür legt er uns dann immer wieder neue kreative Ideen ins Herz. Weil ihr alle seid keine Abziehbilder aus einem Modeillustrierten oder aus einem Sportmagazin, sondern ihr seid alle von Gott geliebt. Ihr müsst euer eigenes Menschsein entdecken und erkennen, um dann euer eigenes Leben auch verwirklichen zu können. Ja, um dann zu entdecken, Gott liebt mich, er trägt mich, er führt mich, er ist derjenige, der mich immer wieder aufrichtet, der zwar nicht sichtbar ist, den man nicht einfach anfassen kann und dennoch gerade mit seiner Liebe bei mir ist und dann eben gerade hier ein tiefes Vertrauen schenkt. Berlin, Mann, wenn ihr euch so auf das Sakrament der Firmung einlasst, mit euren eigenen Gedanken, mit den paar Gedanken, die ich noch dazugegeben habe, dann könnt ihr vielleicht auch erleben, wie gerade dieser Geist Gottes immer wieder aus vielen Verkrampfungen herauslöst, dass wir vieles Krampfhafte hinter uns lassen können und befreit, dankbar und erlöst wirklich mit ihm unser Leben wahren. Dann werdet ihr erfahren, dass er euch immer wieder auch hinaus sendet wie die Jünger im Evangelium. Ja, und tatsächlich dann mit reichem Fischfang, mit viel Erfolg, mit viel Gnade und Segen den Weg weiterzugehen, weil er gibt euch die Kraft, das Evangelium zu leben, das Evangelium der Liebe zu leben. Er schenkt euch den Mut, zu Christus und zu seiner Kirche zu stehen. Er entfacht in euch ein Feuer der Liebe, das brennt und das uns antreibt, am Reich Gottes mitzuwirken. Und vielleicht einfach noch so ein letzter Gedanke, dass wir nicht allzu weit in die zweite Halbzeit hineinkommen. Wir reden heute vom Lebensbaum. Ein Baum braucht tiefe Wurzeln, damit er Halt hat. Ihr berichtet, was für euch der Glaube bedeutet. Und immer wieder war geraten darin zu lesen, der Glaube gibt dir Halt. Und so wünsche ich euch euren Lebensbaum, wie wir ja wieder gesprochen haben, dass ihr tiefe Wurzeln habt. Wurzeln, die hineinreichen in die Liebe eurer Familien, die hineinreichen in die Freundschaften, die euch Halt geben, der Wurzeln der Liebe hineinreichen bis in die Liebe Gottes. Sodass dieser Halt bei allen Stürmen, die kommen mögen, euch immer wieder die
diesem Halt, in dieser Kraft erfahren hast. Und es wird in jedem Leben Stürme geben, kleinere und größere. Der Wind wird immer wieder mal abends ins Gesicht nachschauen. Pflanzen, die tiefe Wurzeln haben, die können auch in Zeiten der Dürre und Trockenheit noch Nahrung aus diesen Wurzeln ziehen. So wünsche ich euch, dass ihr tiefe Wurzeln habt, die euch immer wieder Nahrung schenken. Dann, wenn ihr vielleicht mal den Blick von der Wirklichkeit verschließen wollt, weil es ein Durst in eurem Leben ist. Dass ihr Nahrung habt, um gleichsam zum Himmel hin wachsen zu können, euer Leben entfallen zu können. Und so, wie die Pflanzen in der Kommunikation mit der Mitwelt und vielfältig sind, so seid ihr eben eingeladen, ja, euer Menschsein zu erkennen. Ihr seid eingeladen, gemeinsam mit der Schöpfung und mit den Menschen, die euch begegnen, zu kommunizieren, euer je eigenes Leben zu entfalten und vielfältig ihr von Gott geliebt seid. Wenn euch das gelingt, und da bin ich dann fest überzeugt, habt ihr festen Boden unter den Füßen, weil da steht ihr auf dem Boden der Tatsache. Ihr braucht nicht in eine Traumwelt fliehen, sondern könnt ihr Wirklichkeit ins Auge schauen. Ihr könnt dieser Welt, wie sie nun mal ist, nicht so, wie wir es gerne hätten, so wie sie ist in ihrer Gespaltenheit und Zerrissenheit, trotzdem ins Auge schauen. Weil ihr habt hier im Sakrament einen Weitblick geschenkt bekommen, ihr habt hier eine Hoffnung geschenkt bekommen, die euch immer wieder neu eine Perspektive eröffnet, die euch den Horizont immer wieder neu weitet, weil es ist der Horizont Gottes, der Horizont der Liebe, der Horizont der Hoffnung, der Horizont der Zukunft. Und so wünsche ich euch bei Ihnen für manche wenige Verwandten, dass ihr hier die Kraft geschenkt bekommt, die euch nur wieder aufrichtet, wenn ihr mal stolpert, die euch auch vor allem das Vertrauen schenkt, dass nichts und niemand euch in dieser Welt herunterziehen darf, weil ihr die Kraft des Heiligen Geistes bei euch habt. Yeah.
dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die der Taufe neu geboren sind, zu ihm geblieben. Heiliger Geist, stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung, Christus, den Sohn Gottes, ähnlich. Wir knien nieder und beten stille um die Gaben des Heiligen Geistes für die Völkerwerbung.
betrachten hat, der mir immer wieder seine Liebe schenkt, der mir immer wieder meine Gleichgültigkeit verzeiht und der mich bis zum Ende durch mein Leben führt. Ich glaube an Jesus Christus, der ein Leben der Liebe führte, der einen anderen Weg gegenüber Hass und Gewalt eröffnete und der sein Leben für unsere Freiheit gab. Ich glaube an den Heiligen Geist, der die Menschen miteinander verbindet. Thank you.
Schöpfer von mir und allem anderen. Welcher allmächtig ist, nur zum Wohl aller handelt, schon immer da war und auch immer da sein wird. Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn, welcher sich für uns geopfert und gelitten hat, um uns den richtigen Weg zu weisen, damit wir in den Himmel kommen. Ich glaube an den Heiligen Geist, der in Situationen der Not in uns einkehrt und uns Kraft gibt, den Weg zu folgen und unsere Ziele zu erreichen. Thank you.
Gott, denn du bist es, der mir das Leben geschenkt hat. Du bist mein Vater und verlässt mich nie. Du hast Macht über alle Dinge auf der Erde und hast deinen Sohn für uns in die Welt geschickt, um uns zu bekehren. Du bist ein Fels, an dem ich mich in schwierigen Zeiten festhalten kann. Ich glaube an dich, Jesus, den Sohn Gottes. Du kämpfst für Gerechtigkeit und hast dich derer angenommen, die es auf dieser Welt nicht so gut haben. Du bist ein Freund für mich, denn du hörst mir immer zu und weist mich auf den richtigen Weg. Ich glaube an den Heiligen Geist, denn er gibt mir die Möglichkeit, Gott zu finden und so ein gläubiger Christ zu sein. Yeah.
glaube an Gott, der Vater und Mutter aller ist, der allen seine Liebe schenkt, der in Leid, Armut, Hunger und Krieg scheinbar nicht einfallen. Ich glaube an Jesus Christus, der für Gerechtigkeit kämpfte, der ein Leben der Liebe führte und ein Vorbild ist. Ich glaube an den Heiligen Geist, der miteinander verbindet, der mir Kraft gibt, zu mir selbst zu finden und verantwortlich zu handeln. Thank you.
Geist dürfen wir jetzt auch miteinander Fürbitte halten. Und dazu wollen wir aufstehen. Gütiger Gott, wir bitten dich für die Neugeführten, die du mit deinem Heiligen Geist gestärkt hast, dass sie im Glauben fest verwurzelt und in der Liebe fest gegründet bleiben und durch ihr ganzes Leben Christus den Herrn bezeugen. Wir bitten dich, Herr, wir bitten dich auch für ihre Eltern und Paten, die als Zeugen des Glaubens hierher gekommen sind, dass sie mit deiner Gnade die Neugeführten durch Wort und Beispiel anleiten, Christus nachzufolgen. Wir bitten dich, Herr, für die ganze Kirche Gottes, die du im Heiligen Geist zusammengeführt hast, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stefan, unserem Weihbischof und Firmspender Peter und der Gemeinschaft der Bischöfe, dass sie im Glauben und in der Liebe eins bleiben, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wachse und sich ausbreite auf der ganzen Erde. Wir für die ganze Welt und für alle Menschen, deren Schöpfer und Vater du bist, dass sie einander achten, trotz aller Verschiedenheit, dass sie den Frieden und die Freude im Heiligen Geist, das Reich Gottes, mit lauterer Gesinnung und von ganzem Herzen suchen. Guter Gott, du hast deinen Aposteln den Heiligen Geist gesandt, damit sie und ihre Nachfolger in den Gläubigen diesen auch weiter. Sei uns nah und erhöre unsere Bitten. Gib, dass der Heilige Geist in dein Allmacht und Güte der Kirche geschenkt hat, als die Verkündigung der frohen Botschaft gemeinsam nahm, auch in unserer Zeit durch die Liebe derer, die glauben, die Welt erfüllen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So nehmen wir gerne Platz, wenn wir jetzt auch Brot und Wein an den Altar bringen, miteinander. Thank you.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn hat uns in sein Erlösungswerk den Heiligen Geist geschenkt. Wir bitten dich, in die Gebete und Gaben der Neugeführten an, denen der Geist das Bild deines Sohnes tiefer eingeprägt hat. Mache sie durch Teilnahme an der Gedächtnisfeier der Erlösung zu treuen Zeugen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ergebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er ist aufgefahren über alle Himmel und droht zu deiner Rechten. Er hat den Heiligen Geist, wie er den Jüngern versprochen, ausgegossen über alle, die du zu deinen Kindern erwählt hast. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stefan, unserem Weihbischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen, bestellt und bereit sind. Gedenke auch jener, die in der Taufe zu neuem Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, uns wieder Gott zu machen. Und so dürfen wir aus diesem Geist heraus als Schwestern und Brüder Jesu Christi zu Gott und zu Gott fahren. Vater, Thank you.
Steht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, bist du wieder weg.
was für uns. Ja, dass deine Gläubigen mit dem Heiligen Geist gesalbt, dass sie mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt. Begleite sie mit deinem Segen, damit sie gegen alle Widerstände des Bösen ein heiliges Leben führen, Werke der Liebe tun, zur Freude deiner Kirche und zum Wachstum deines Volkes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, jetzt am Ende dieses Gottesdienstes darf ich von ganzem Herzen Danke sagen. Danke natürlich in allererster Linie Ihnen, Herr Weihbischof, und danke, dass ich ganz zum Anliegen und wir noch ein bisschen Fußball schauen dürfen heute Abend. Das ist doch schön. Herzlichen Dank für all das, was Sie jetzt auch hier an Freude mitgebracht haben. Und wir möchten Sie natürlich auch mit leeren Händen gehen lassen. Und jetzt ist es so schwer. Was schenkt man einem Weihbischof? Als allererstes natürlich die schicke Tasche, sehr klar. Die Tasche mit unserem Emblem der Kirchengemeinde. Aber weil unser Weihbischof auch viel unterwegs ist, wir haben es ja vorhin mal kurz auch gehört, da haben wir gedacht, er braucht ja immer viel Stärkung. Er ist morgen da und er wird ja morgen nochmal was geschenkt bekommen vielleicht. Deswegen trinkt er schon den ersten Teil mit einigen Trauben Zucker, dass er niemals Stärke auch verliert bei all seinen Reisen. Er trinkt auch ein Kühlschrank unserer Kirchengemeinde, aber auch mit der Kirche natürlich verbunden. Das Licht mit der Kerze und dem Motto trotzdem, denn so viele junge Menschen haben trotz all den Negativen, was Kirche auch in den letzten Jahren und Monaten immer wieder auch in den Schlagzeilen hat, trotzdem Ja gesagt, und da gebührt euch auch den größten Respekt. Danke Ihnen, dass Sie heute auch da waren. Und einen großen Applaus. Er erhalte euch in seiner Liebe. Amen. Amen.
eingeborene Sohn Gottes, der seiner Kirche den Geist der Wahrheit verheißen hat, stärke euch zum Bekenntnis des wahren Glaubens. Amen. Der Heilige Geist, der in den Herzen der Jünger das Feuer der göttlichen Liebe entzündete, bewahre euch in der Einheit und führe euch zur ewigen Freude. Amen. Und euch alle, die es dieser Feier versammelt seid, segne und behüte der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, am Ende dieses Gottesdienstes weiß jemand, wie es steht. Vielen Dank dafür und darum habt ihr neu gefunden.